Herzlich willkommen im Markenrebell Podcast. Ich freue mich sehr, heute den Sven Lorenz bei mir zu haben, ehemaliger Topmanager einer großen deutschen Bank, heute sehr erfolgreicher Unternehmer und Rebell. Und was mich sehr freut, er ist selber Podcaster mit dem Podcast Richtig Reich. Hallo Sven. Hallo Norman, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist immer unter Strom. Wir hatten schon ein nettes Vorgespräch, hätten wir eigentlich gleich aufnehmen können. Das wäre Teil 1 gewesen. Deswegen, starten wir jetzt gleich rein. Kannst du dich nochmal selbst kurz vorstellen? Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du heute beruflich? Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Also als Privatperson nähere ich mich gerade der dicken 50. Ja, was mir Spott und permanentes Aufziehen meiner Umgebung einbringt. Fühle mich aber wie 35, insofern Energielevel sieht doch so aus. Oh, dankeschön. Ja, ich lebe im wunderschönen Dresden, meine Geburtsstadt. Nach einigen Steps, die ich sozusagen auch in anderen Städten hatte, hat es mich dann wieder hier nach Dresden zurückgezogen. Lebe hier in Dresden mit meinem Sohn gemeinsam. Schön am Stadtrand, führe von hier aus auch meine Unternehmen. Und wenn wir den Schlag jetzt mal machen, so in Richtung, was tue ich eigentlich? Du hattest es gerade angesprochen, viele, viele Jahre war ich in einer großen deutschen Geschäftsbank unterwegs, habe da eine ziemlich steile Karriere gemacht, angefangen beim Treasury Management für Großkonzerne, später dann eine Führungsaufgabe. Und hatte allerdings ein sehr hohes Werteverständnis in Bezug auf, was ist die Aufgabe einer Bank? In der Unterstützung von Menschen, gerade wenn es um das Thema Vermögensaufbau, Vermögensbildung und Entwicklung geht. Und mit der Finanzmarktkrise 2007, 2008 hat sich das tatsächlich so komplett gedreht. Menschen haben viel Geld verloren und der Switch, den die Banken damals vollzogen hatten, ging hin in die Richtung, tja, wenn wir jetzt keine Investments mehr verkaufen können, dann verkaufen wir jetzt halt Konsum. Und damals ging eine Riesenwelle an Konsumentenkrediten durch den Markt und Menschen wurde halt damals so gezeigt, schaff dir doch etwas an und nimm dir dafür einen Kredit auf, ja, bis hin zu finanzier dir eine Urlaubsreise und fahr dann die nächsten 5 Jahre nirgendwo mehr hin. Und das hat mich so frustriert in dieser Zeit, dass ich 2015 dann gesagt habe, ich möchte da kein Teil mehr von sein, weil ich halt ein sehr großes Vertriebsgebiet in der Bank verantwortet hatte. Und habe dann gesagt, nein, ich will wieder zurück zu den Wurzeln, nämlich zum Thema Vermögen, zum Thema Kapital. Und habe dann 2016 eine Beratungsgesellschaft gegründet zum Thema Vermögensverwaltung. Habe mich da mit einem Partner zusammengetan, den ich schon viele Jahre vorher kannte. Und haben dann diese Gesellschaft aufgesetzt, sind sehr schnell auch gut gewachsen. Und irgendwann wurde ich mit der Frage konfrontiert, weil ich Gast in einem Podcast war. Das war übrigens auch der Impuls, aus dem heraus ich dann meinen Podcast gemacht habe. Was muss ich eigentlich tun, um dahin zu kommen, wo die Menschen sind, die sich eine Vermögensverwaltung gönnen? Ja, und eine Vermögensverwaltung ist ja nicht einfach Investmentberatung, sondern das ist ja, du überträgst die Aufgabe der Vermögensverwaltung an einen externen Dienstleister und sagst, bitte kümmere dich um mein Vermögen, sorg dafür, dass es wächst. Ich will damit nichts zu tun haben, weil ich möchte mich auf mein Business konzentrieren oder auf andere Aufgaben. Und ich habe damals versucht, im Markt Möglichkeiten zu finden, wie diese Frage zu beantworten ist. Mhm. Also außer dem, was ich über meine Kunden wusste und meine eigene Business-Story, fand aber nichts dazu. Und das hat mir die Frage aufgedrängt, wie kann man Unternehmern, die ja Risiken eingehen, und zwar jeden Tag, ja, wie kann man denen dabei helfen, ihr Unternehmen tatsächlich als Quelle der persönlichen Finanzplanung und der persönlichen Vermögensentwicklung zu begreifen? Und daraus entstanden so unglaublich viele Themenbereiche, dass wir nachher gesagt haben, das ist ein Businessmodell.
Ja, vereinfacht gesagt ist es heute so. Wir haben also die Vermögensverwaltung auf der einen Seite und wir haben praktisch eine Business Development Company auf der anderen Seite und helfen heute Unternehmern praktisch ihre Unternehmen so auszurichten, dass sie damit ihren persönlichen Finanzplan im Leben auch erreichen können. Und demzufolge müssen wir unsere Millionäre, die wir sonst betreuen, nicht mehr akquirieren, sondern wir bauen sie heute praktisch selber. Finde ich genial. Vor allen Dingen den Schmunzler am Ende. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe in diesem Podcast. Also zum einen, Markenrebell sagt ja schon, ne, das ist Rebellische. Du hättest ja damals sagen können, hey Leute, ich habe hier echt ein super Gehalt, ne, Top-Manager einer Großbank, kann mir gut vorstellen, kann man so lassen. Also du hast gesagt, du hattest ein moralisches Problem dann einfach auch mit den Konsumentenkrediten und so weiter, aber nimm uns mal mit in dieses Momentum, wo da einfach der Funke das Ganze zum Flächenbrand entzündet hat, als du gesagt hast, hey, das kann es ja nicht sein. Ich muss hier was verändern, weil das bedeutet ja, ich verlasse eine Traumsituation, würde ich mal sagen, ja, was sich vielleicht viele da draußen vorstellen, und gehe eigentlich in eine gewisse Unsicherheit rein. Ja, also das, was danach kommt, ist ja dann für dich alles Neuland gewesen. Ja, also im Prinzip gibt es dafür drei Einflussfaktoren, die mich maßgeblich geprägt haben, aber die mir erst später aufgefallen waren. Ich muss mal so anfangen, als ich 2015 im Sommer, also ich habe im Sommer Geburtstag, und meine Schwester schenkte mir damals zum Geburtstag ein Buch. Und das Buch hieß Das Café am Rande der Welt von John Nice. Strzelecki. Ja, schön. Und ich habe es dahin gepackt, wo ich alle Bücher hinpacke, die ich für später aufhebe, also auf dem Haufen, wo ich sie normalerweise nicht wiederfinde. Und meine Schwester fragte mich dann im selben Jahr zu Weihnachten, ob ich das Buch gelesen hätte. Naja, das gab erstmal eine kurze Diskussion, weil ich mich an das Buch nicht mehr erinnert hatte. Und habe Klassiker. dann das Buch aber tatsächlich hergenommen und habe mir das durchgelesen. Innerhalb von 2 Stunden bist du ja durch das Buch durch. Und habe mich erkannt in diesem Buch. Ich habe diese Sehnsucht gefühlt, die dieses Buch in mir ausgelöst hat, weil der Inhalt so mit mir resoniert hat, dass ich erst gar nicht wusste, aus welcher Motivation heraus hätte meine Schwester mir das Buch geschenkt. Und habe dabei festgestellt, dass ich schon mehrere Jahre am Stück unglücklich war. Unglücklich in der Bedeutung der Aufgabe, für die ich bezahlt wurde. Und es hatte dann praktisch Ende des Jahres dann seinen Gipfel in der Bank, als ich eine meiner Filialen besuchte. Und damals gab es so einen, ich sag's mal, zentralen Dekorationsservice, der regelmäßig die Plakate in den Schaufenstern der Bank umgehangen hat. Und damals hing gerade jemand ein Plakat auf mit einem Bild von einem weißen Strand, einer Palme drauf. Und dann stand über diesem Plakat drauf, auf diesem Plakat drauf, fliegen Sie heute in den Urlaub und bezahlen Sie erst morgen. Und das war für mich so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, wir müssen doch verrückt sein, als Bank den Menschen eine Illusion zu verkaufen, für 10.000 Euro mit einer vierköpfigen Familie irgendwo hinzufliegen und sich nachher für 5 Jahre eine Rate ans Bein zu binden, die ihnen finanziellen Spielraum einschränkt und wo sie vielleicht nachher nirgendwo mehr in den Urlaub hinfahren, weil sie mit der Rate belastet sind. Ich habe dann damals diesen Dekorateur angesprochen, habe gesagt, das Ding kannst du abhängen, das wird nirgendwo hier hängen. Und der meinte so zu mir, sorry, aber es ist ein Auftrag. Ich sage, Sie kriegen jetzt von mir einen neuen. Sie hängen das Ding ab, sie hängen das alte Plakat wieder hin. Naja, 2 Stunden später hatte ich dann ein Telefonat mit meinem Vorstand, der der Meinung war, es ist nicht mein Unternehmen, was ja auch stimmte. Und dass meine Befugnisse an dieser Stelle nicht ausreichen, um zu entscheiden, welche Produkte wir bewerben und welche nicht. Und das war so der Knick im Kopf, wo ich dann gesagt habe, so, und jetzt ist hier Schluss an der Stelle, ich gehe. Ja. Das Interessante, Norman, war, dass ich überhaupt keinen Schmerz empfand. Also auch dieses, was du gerade ansprichst, diese Komfortzone eines sehr stattlichen Gehalts, was ich damals bezogen habe, das war überhaupt nicht in meinem Kopf präsent, so gar nicht. Ja, es war dieses Gefühl, ich muss raus da, ich brauche Freiheit. Und ich hatte tief in mir drin diese feste Überzeugung, ich werde was Eigenes auf die Beine stellen.
Und das bringt mich jetzt kurz zum dritten Punkt. Warum ist das für mich normal gewesen? Ganz früh in meiner Bankkarriere hatte mich mal ein Kollege, ich kann dir nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang, gefragt, Mensch Sven, wenn du mal nicht mehr in der Bank arbeiten würdest, was würdest du denn dann tun? Und wirklich aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt, dann baue ich mir was Eigenes auf. Das heißt, schon 20 Jahre vorher war das Gefühl da, ich könnte was Eigenes aufbauen, und ich war so, ja, committed innerlich, dass ich das auch auf die Reihe bekomme, dass mir das so diesen Übergang von dem Bankjob in die unternehmerische Welt absolut erleichtert hat. Habe ich aber erst später realisiert, wo das herkam. Aber wo kam der Zugang her, dass du gesagt hast, Unternehmertum? Weil du hättest ja auch sagen können, hey, dann bewerbe ich mich halt bei einer anderen Bank, gehe ich halt in einen anderen Ort oder sowas. Hab ja eine perfekte Expertise. Ich meine, deinen Lebenslauf hättest ja nur vorlegen brauchen, dann hättest du ja den gleichen Job woanders haben können. Ja, aber dann wäre ich im Prinzip sozusagen von der Pest zur Cholera gewechselt. Ja, weil die das alle so gemacht haben. Ja, weil das war halt der Markt. Ja? Und für mich stand fest, ich werde nie wieder. Ja, aber das war dann so etwas, was ich aufgestaut hatte. Vielleicht noch ganz kurz, ich hatte meine Schwester dann mal gefragt, warum hat sie mir dieses Buch eigentlich geschenkt? Ja. Und sie sagte, weil ich gesehen habe, wie sehr du dich verändert hast. Ich sehe dir an, wie sehr du unter dem, was du da tust, leidest. Ja, ich sehe dich kaum noch lachen, du bist kaum noch draußen unterwegs, du arbeitest 80 Stunden die Woche. Ja, aber der Sven, der mein Bruder ist, zu dem ich immer aufgeschaut habe, der immer motiviert und positiv in allen Lebensbereichen ist, der hat sich verändert. Du bist nicht mehr so, wie du mal warst. Ja? Und natürlich tut dieser Blick in den Spiegel, um den du gar nicht gebeten hast, erstmal super weh, aber er gibt dir die wunderbare Gelegenheit, dich zu reflektieren. Und von daher war für mich klar, ich werde nie wieder für die Ziele von anderen Menschen arbeiten. Und in der Retrospektive dieser Erkenntnis, dass ich schon viel, viel früher in meinem Leben diese innere Überzeugung hatte, wenn ich mal nicht mehr für ein Unternehmen arbeite, dann wird es etwas Eigenes werden, hat mir natürlich auch die Bestätigung gegeben, jetzt geht's los. Ja. Muss allerdings dazu sagen, als ich mich von der Bank getrennt habe, habe ich mir erst mal ein halbes Jahr Auszeit gegönnt. Ja, ich bin nicht sofort in die Unternehmensgründung gegangen, sondern habe gesagt, nach 23 Jahren in einem Unternehmen nehme ich mir bewusst Zeit, um auch Abstand zu gewinnen, um mich in Würde auch von einem alten, sagen wir es mal, Tätigkeitsfeld zu verabschieden, damit ich mit Freiheit im Kopf und offen für das Neue auch wirklich ohne Belastung der Vergangenheit einsteigen kann. Und das war wichtig. Ja, das ist vielleicht auch ein guter Tipp an dieser Stelle, ne? Wenn man irgendwas Altes hinter sich lassen möchte, ist ja bei Beziehungen auch so, ne? Dass man dann erstmal eine gewisse Zeit erstmal das Ganze verarbeitet, so einen kleinen Reset macht. Ich finde den nächsten Move eigentlich super spannend, den du gemacht hast, weil du gesagt hast, ich habe dann ein Unternehmen gegründet, eine Vermögensberatung, damit habe ich mich ausgekannt, das ist deine Expertise. Ja. Aber dass du dann im Grunde dafür sorgst, dass du quasi Menschen, Unternehmen aufbaust, um sie dann in deiner Vermögensverwaltung als Kunden zu gewinnen. Das ist ja genial. Normal kenne ich eine Vermögensverwaltung, die sagt, weiß ich nicht, hast du 1 Million, 5 Millionen oder was auch immer, Barvermögen, dann können wir zusammen arbeiten. Aber du bringst die Leute dahin. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, wie gesagt, ich war damals in einem großen deutschen Podcast und hatte das Modell der Geschäft der Vermögensverwaltung dort vorgestellt, weil darum ging es halt in diesem Interview. Und ich hatte von Podcasting damals so null Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. Ich war auch wahnsinnig aufgeregt vor diesem Interview. Und hatte dann so in meinem Leichtsinn auf die Frage hin, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann, meine E-Mail-Adresse dagelassen. Und der Host packte diese dann in die Shownotes. Ja, das machen wir natürlich auch in dieser Podcast-Folge. Ja, finde ich super. Ja. Nein, ist auch richtig so. Jetzt weiß ich ja, wofür. Ja, genau. Damals war das für mich so eine Frage, okay, das ist vielleicht ein Sichtbarkeitsthema. Und vielleicht gibt es mir die Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ein oder andere Frage in diese Richtung haben. Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen.
Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeitinvest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst, oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuch uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Und ich hatte tatsächlich erwartet, wenn sich da einer hin verirrt, der dann sagt, okay, wie baue ich mir jetzt ein Vermögen richtig auf oder wie auch immer. Aber das Interessante war, dass ich innerhalb von 4 Wochen circa 500 E-Mails bekam und sich praktisch diese Frage, wie komme ich da hin, was muss ich als Businessman, als Selbstständiger, als Unternehmer tun, damit ich mir auch eine finanzielle Grundlage schaffe, aus der ich zu einem späteren Zeitpunkt dann beispielsweise Erträge generieren kann, die mein Leben finanzieren und nicht mehr das Unternehmen brauche. Ja, und das Gehalt, das, was ich mir zahle, ja, damit ich auch weiß, und das ist ja kein Geheimnis oder das ist ein offenes Geheimnis, was machen die Selbstständigen als allererstes, ja, wenn sie ihre Selbstständigkeit gründen? Sie lassen sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien und ignorieren allerdings die Verantwortung, die sie dann selbst übernehmen für den Aufbau von Vermögen, aus dem sie später dann einmal für den Rest ihres Lebens und hoffentlich natürlich auch für die Hinterbliebenen, für die Familie, für die Kinder, für die Eltern auch etwas aufbauen, was ihnen finanzielle Stabilität und Sicherheit verleiht. Und weil eben diese Verantwortung fehlte und weil ich so wahnsinnig viele Menschen kenne, die sich mit eigenen Businesses auf den Weg gemacht haben, die aber an bestimmten Punkten einfach stehen bleiben, weil ihnen Tools fehlen, weil ihnen Mechanismen fehlen, weil ihnen auch die richtige Gesellschaftsstruktur fehlt, weil sie vielleicht noch nie gelernt haben, wie man mit Kapital plant, wie man sein eigenes Steueraufkommen sinnvoll verwendet und was es sonst noch alles dazu gibt, habe ich, wie gesagt, damals versucht, im Markt auch zu eruieren, welche Angebote bietet der Markt eigentlich, um diese Frage zu beantworten. Und ich fand nichts, was mich zufriedengestellt hat. Ich fand nichts, aus dem ich entnehmen konnte, das ist etwas, wo Unternehmer tatsächlich einen Fahrplan haben, wie baue ich mir mein Unternehmen so auf, ohne mich selbst komplett dabei zu verheizen, mit dem ich dann meine finanziellen Ziele erreiche. Und wir leben halt immer noch und hoffentlich noch sehr lange in einem Wirtschaftssystem, was dafür gedacht ist, wenn ich Unternehmer bin. Und da war es für mich halt wichtig zu sagen, wenn es keine Lösung im Markt gibt, dann baue ich eine. Ja, und daraus ist halt ein Mentoring-Programm entstanden, mit dem wir jetzt praktisch Unternehmer tatsächlich in die Hand nehmen. Das ist so ein Programm, das geht ein ganzes Jahr. Ja, da kommt eine Gruppe von Unternehmern zusammen, die handverlesen sind, ja, alle aus unterschiedlichen Branchen, ja, aber auch klein, also sind maximal 12 Teilnehmer, damit wir hier auch wirklich so einen Impact und so einen Value kreieren, dass es für die Teilnehmer auch tatsächlich einen erlebbaren Weg gibt, mit dem sie nachher dann rückblickend betrachtet sagen können, und jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Jetzt weiß ich, was ich tun musste, um tatsächlich auch das Next Level zu erreichen, was sicherlich so ein typisches Schlagwort ist. So ein Next Level mag ich eigentlich gar nicht, aber so diese, was brauche ich jetzt eigentlich, um die nächste Hürde zu nehmen, die vielleicht entweder nur in meinem Kopf ist oder die ich vielleicht aus einer falschen Interpretation meiner Rahmenbedingungen vor mir hertrage. Ja, ich würde gerne mal... Weil ich schätze deinen Content sehr. Einfach deshalb, weil wenn man dir zuhört in deinen Videos oder auch in deinem Podcast, den ich regelmäßig höre, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes dieser Podcast-Folge, dann bist du jemanden, der auf, finde ich, auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise, sehr sympathisch, finde ich, mir wirklich so Anleitungen an die Hand gibt und sagt, hey, hast du mal dahin geguckt, ja, oder mach mal die Tür auf, ja, oder nimm mal diese Perspektive ein. Das machst du sehr schön plastisch.
Jetzt weiß ich auch, und da können wir jetzt ein bisschen Werbung machen, wir haben es in unserer Community auch schon geteilt, gibt ja die Unternehmeroffensive von dir, die findet im September, 3.4. An zwei Tagen statt. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen für alle die, die jetzt sagen, da will ich einfach mehr wissen, da will ich einsteigen in das Thema, das interessiert mich. Mache ich super gerne und danke, dass du, ich sag's mal, die Folge auch dafür freigibst, da ein bisschen Werbung zu machen. Unbedingt. Weil ich habe in meiner Anfangszeit natürlich auch an meiner persönlichen Weiterentwicklung gearbeitet und ich bin jemand, ich brauche das tägliche Lernen. Also ich kann gar nicht aufhören mit Lernen. Das ist für mich wichtig, dass ich niemals stehen bleibe. Und habe in den letzten Jahren wahnsinnig viele verschiedene Events besucht, um für mich auch, ich sag's mal, meinen eigenen Horizont zu erweitern, aber eben auch Tools und Themen mitzunehmen, die mir helfen, mein Business nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ja, vielleicht auch die ein oder andere Veränderung zu erzeugen. Und das Interessante war, dass, sagen wir es mal, über 80% der Events, auf denen ich gewesen bin, also immer, sagen wir mal, im B2B-Bereich, ja, also so business-related, die waren, ich sag's mal, von 50 Minuten Vortrag waren da 20 Minuten Content und 30 Minuten Pitch. Und das hat mich so wahnsinnig aufgeregt, weil ich denke, jetzt nimmt sich ein Mensch ein Wochenende Zeit, ja, die er eigentlich vielleicht lieber mit der Familie verbringen würde und möchte praktisch an seinen eigenen Skills arbeiten, möchte sein Business verändern, möchte Impulse aufnehmen. Und dann sitzt er da drin und jeder, der Vortragenden pitcht da 30 Minuten lang sein Wahnsinns-Coaching-Programm. Und das hat mich gestört. Das ging mir wirklich gegen den Strich. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn solche Veranstaltungen nur zum Pitchen gedacht sind, dann reichen da 20 Minuten Impuls einfach nicht zu, um überhaupt erstmal eine Möglichkeit für den Teilnehmer zu geben, in die Selbstreflexion zu gehen. Wo habe ich denn hier eine Baustelle? Weil natürlich sind das alles geschulte Redner. Ja? Sie sind super in ihrer Rhetorik und sie treffen den Schmerz, ja, aber sie bauen da nichts drum rum im Sinne von, wie löse ich das Problem? Ja, ist übrigens so eine typische Story beim Speaking, zeigt nie eine Lösung auf. Ja. Das hat mich so aufgeregt und habe dann gesagt, was mir fehlt oder was ich gern hätte, das wäre ein Event für Selbstständige, für Unternehmer, was praktisch angelehnt an den Erfordernissen der aktuellen Zeit einen roten Faden zieht durch das Thema Business. Denn jeder, der vielleicht jetzt hier zuhört und ein eigenes Business hat, der weiß, viele Probleme, viele Herausforderungen, die erwischen mich ja nicht planbar, sondern die erwischen mich akut. Nehmen wir das Thema Recruiting. Ja, ein Mitarbeiter verlässt mich, ich brauche sofort jemanden Neues, damit die Lücke nicht zu lange offen bleibt. Was passiert? Mitarbeiter werden eingestellt und sie sollen eigentlich nur die Lücke schließen, aber nicht unbedingt, ich sag's mal, die absoluten Top-Performer sein. Ja, weil ich mir gar nicht die Zeit nehme, einen Top-Performer einzustellen. Ich muss ein Problem lösen. Ja. Und so geht es mit ganz, ganz vielen Themen. Ob das jetzt die Finanzierung eines Vorhabens ist, ob es meinetwegen die Erreichung von Sichtbarkeit ist und Reichweite aufbauen. Ja. Da werden viele Schnellschüsse gemacht, ohne dass da ein planbares Konzept dahinter steht. Ja. Und für mich ist der Anspruch an dieses Event, an diese Unternehmeroffensive, den Unternehmern Möglichkeiten aufzuzeigen, die ihnen an den verschiedensten neuralgischen Punkten, die auf jeder Unternehmerreise irgendwann mal auftreten, jetzt bereits eine Idee haben, vielleicht ist es auch schon ein aktuelles Thema, und sie darauf vorbereiten, was kommt da auf mich zu, wie kann ich beispielsweise in der Veränderung meiner Unternehmensstruktur verschiedene finanzielle Hebel nutzen, die momentan vielleicht eher dem Finanzamt zugutekommen, die aber besser aufgehoben werden in meinem eigenen Unternehmen. Ja. Das ist das Thema Wettbewerb. Unglaublich viele Unternehmer da draußen, sie sind nicht alleine. Sie haben links und rechts des Weges Wettbewerber und sie stellen sich die Frage, wie kann ich meinem Wettbewerber Marktanteile wegnehmen und kommen jetzt über das Thema Discount. Ja, wir haben ja so eine wahnsinnige Discount-Spirale in Deutschland, ja, also vielleicht auch weltweit betrachtet, was aber nur daher kommt, dass viele Unternehmen dieses typische, sagen wir es mal, Alleinstellungsmerkmal nicht sauber herausgearbeitet haben, um nachher eben auch mit Preisen zu arbeiten, die Leistung wert sind. Sondern sie verkaufen sich unter Wert. Aber wie gehe ich ran an so ein Thema? Wie baue ich mir das auf? Ja,
Branding, du Positionierung und. Ja. Du hast auch tolle Leute mit dabei. Also bevor ich es vergesse, liebe Grüße gehen raus an Florian Fischer, der uns beide ja auch connected hat, der auch schon hier im Podcast war. Und der Steuerberater ist, also dass der jetzt nicht irgendwie ein Speaking-Programm hat für eine Bühne, ja, das hat man vorher auch besprochen, sondern wirklich auch belastbare Expertisen, wo ich auch im Nachhinein innerhalb der Community von dir auch Fragen stellen kann und sagen kann, hey, habe ich nicht ganz verstanden, können wir da nochmal reingehen in das ganze Thema? Und das finde ich an dem Event so wertvoll, das ist auch der Grund. Wer uns kennt, weiß, wir pushen nicht viele Events, aber das ist auch der Grund, warum wir das natürlich hier nochmal zum Thema machen müssen. Ja. Also sehr gerne. Vielen Dank da ehrlich gesagt auch. Sehr gerne. Für das Packen Intro. Wir auch in die Shownotes. Also wer Interesse hat, unbedingt dort vorbeischauen und sich da noch ein Ticket holen. Lieber Sven, ich habe mir ganz viele Interviews angehört mit dir im Vorfeld und mein Anspruch war natürlich jetzt nicht irgendwas zu wiederholen, was du ständig wiederholen musst. Ein paar Sachen mussten wir jetzt wiederholen, damit die Leute dich auch in dieser Community kennenlernen. Aber ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Eine davon ist, stell dir vor, du fängst jetzt nochmal komplett bei Null an. Das Einzige, was du hast, ist dein Wissen, deine Erfahrung, ein Laptop, ein Handy und sagen wir mal 10.000 Euro. Was würdest du als nächstes tun? Also ich glaube, ich würde natürlich nochmal genau in mich hineinhören. Für wen bin ich derjenige, der besonderen Mehrwert stiften kann? Also angelehnt an das, was ich mitbringe, was ich zu geben habe. Dazu brauchst du kein Geld, dafür brauchst du einfach nur, ich sag's mal, ein bisschen Zeit, um zu reflektieren. Im nächsten Schritt würde ich definitiv genau hinschauen, wo erreiche ich diese Menschen? Ja, also wo halten die sich auf? Wo teilen die ihre Probleme, ihre Sorgen? Ja? Und würde mit diesen Menschen viel gezielter, als ich das am Anfang gemacht habe, heute ins Gespräch gehen, um basierend darauf auch ein entsprechendes Produkt zu bauen und eine Lösung zu entwickeln. Ja, also eigentlich das, was ich sowieso gemacht habe, würde ich praktisch wiederholen, nur mit dem Blick zurück heute wesentlich strukturierter, ja, wesentlich organisierter, einfach weil ich am Anfang, als ich meinen Podcast damals aufgenommen hatte, oder in 2017 habe ich den ja gelauncht, ich wollte damals diese 500 E-Mails beantworten. Ja, das war das Ziel des Podcasts. Ja, das ist eine coole Idee, ja. Ich habe meinen Podcast nicht als Hebel für Marketing verstanden. Ja, heute ist ein Podcast, würde ich ihn nochmal komplett neu aufsetzen. Ja, das wäre übrigens auch ein Schritt, den ich machen würde. Würde ich den wesentlich stärker mit der Wertschöpfungskette verbinden, die sich für die Menschen ergibt, die dann nachher mein Kunde werden können. Ja, also das sind so Learnings. Für mich aus den letzten Jahren, wie kannst du die Dinge, die du für andere Menschen tun kannst, dein Content, deine Sichtweise, so zusammenbauen, dass es auch nachher auf das gesamte Geschäftsmodell von Anfang an einzahlt. Ja? Ja, ja. So, und diese 10.000 Euro würde ich definitiv darin investieren, dass ich mir, wenn du mich jetzt nicht gerade auf eine ganz einsame Insel schickst, würde ich mir einen Assistenten einstellen und zwar sofort. Ja, ja. Ja, der mir bestimmte Aufgaben einfach abnimmt, damit ich mich auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann, die das Business sehr schnell wieder zum Wachsen bringen. Das ist übrigens genauso mit den Menschen, die immer sagen, nimm jemanden 1 Million Euro weg, ja, dann wird er sich vielleicht ärgern, aber er weiß genau, wie er sie erreicht hat und dann macht er das nochmal. Ja. So würde ich im Prinzip daran gehen, nur mit ein paar Adjustierungen. Ja, stark. Ich würde natürlich auch unbedingt nochmal wissen wollen, wie das ganze Thema Personal Branding bei dir angedockt ist, weil man merkt natürlich so, auch wenn man dich so wahrnimmt, auch in den Medien, in verschiedenen Interviews und so weiter, dass dir das ganz wichtig ist. Das, was ich momentan noch sehe, ist, dass da noch zu wenig investiert wird. Also wenn ich mir in großen Unternehmen anschaue, da wird die Chance teilweise gar nicht erkannt, dass ich natürlich meine Leuchttürme an Mitarbeitern in so eine Personal Branding Strategie involvieren könnte, ne, um einfach so ein virales Marketing zu erzeugen. Ich meine, wenn jemand stolz ist, für eine Company zu arbeiten und sich dort als Brand positioniert und aufbaut, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Echtheit, Authentizität natürlich auch. Wie wichtig war das von Anfang an für dich und wie hat sich das für dich entwickelt?
Na, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ne? Weil am Anfang, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbaust, triffst du ja die Entscheidung, wird das eher jetzt eine Corporate Brand oder wird es eine Personal Brand? Ich habe mich damals für die Personal Brand entschieden, einfach weil ich zu diesem Zeitpunkt der festen Überzeugung war und es bestätigt sich halt bis heute auch immer wieder, dass das, was ich mitbringe für die Entwicklung meines eigenen Unternehmens und die Arbeit mit den Unternehmern, sehr stark an meine Expertise und an meine Kompetenzen geknüpft ist und sich, sagen wir es mal, vielleicht nur 60% von dem, was ich an Know-how mitbringe, auch auf einen anderen Mitarbeiter, Kompetenzträger übertragen lassen. Aber bestimmte Fähigkeiten, wie beispielsweise eine sehr schnelle Auffassungsgabe, eine sehr hohe Empathie für die Geschäftsmodelle, für die blinden Flecken, ja, das ist halt etwas, wo ich bisher immer noch der Überzeugung bin, deswegen kommen Menschen zu mir und sie würden sich schwer tun, zu sagen, ich kaufe eigentlich den St. Lorenz, aber jetzt werde ich mit jemandem zusammengebracht, der gar nicht St. Lorenz heißt, sondern jetzt arbeite ich mit einem Co-Trainer. Ja? Bringt der denn dieselbe Kompetenz mit? Ja? Das mag jetzt ein Glaubenssatz sein, aber zumindest all die letzten Jahre hat es mir immer wieder gezeigt, dass das halt ein Thema ist, was unglaublich viel Impact auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern hat, die ich an die Hand nehmen darf und die ich begleiten darf. Naja, was sich ja nicht übertragen lässt, ist ja deine intuitive Kompetenz, ne? Also durch die Genau. Erfahrung, die du gesammelt hast, ne, dass du das intuitiv bei jedem, der dir gegenüber sitzt, individuell ganz anders machen würdest, was ein Co-Trainer, der vielleicht nur, Anführungsstrichen, über sein Wissen verfügt, anwenden kann, ne? Das macht den Unterschied dann aus. Also das ist ein wichtiges Thema, ja. Jetzt schauen wir uns aber mal die Corporate-Welt an. Ja? Und es steht ja jedem Menschen offen, sein Unternehmen in einer Art, ich sag's mal, Symbiose zu führen. Schauen wir uns mal an, leider verstorben, Steve Jobs. Ja? Der hat es verstanden, der Markenbotschafter seines Unternehmens zu sein. Er Absolut. war CEO und Markenbotschafter. Jetzt schaust du dir seinen größten Konkurrenten Samsung an. Der würde mir jetzt im Traum keiner einfallen, den ich Nee. namentlich mit diesem Unternehmen als Botschafter verbinde. Ja? Schau dir Elon Musk an, ja? Mit seinen Firmen. Er ist derjenige, der Frontrunner ist. Ja? Er ist Meinungsbildner. Er ist jemand, der eine Vision verkörpert wie kaum ein anderer. Und seine Firmen sind allerdings alles Markennamen, ja, SpaceX, Tesla, damals PayPal und Co. Ja, das sind halt, ich sag's mal, Menschen, die sagen, ich möchte eine gewisse Popularität erzeugen, die die Menschen auf meine Marken aufmerksam macht. Und ich glaube, viel zu viele Unternehmer trauen sich zu wenig zu, als Markenbotschafter ihres eigenen Unternehmens aufzutreten. Und weil sie das nicht tun, ist die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen ja auch etwas, was, wenn wir es mal sanft formulieren wollen, immer noch im Dornröschenschlaf liegt. Denn schau dir mal LinkedIn an. Ja? LinkedIn ist eine wunderbare Plattform, wo du eine Corporate Brand platzieren kannst mit einem Firmenprofil und wo du jedem einzelnen Mitarbeiter praktisch ein persönliches LinkedIn-Profil geben kannst, ja. Und wenn du dann eine entsprechende Unternehmenskultur hast, indem du jeden Mitarbeiter dazu bewegst und animierst und vielleicht auch nach diesen Kriterien einstellst, dass sie sich mit diesem Unternehmen nicht nur fachlich, sondern auch als Persönlichkeit weiterentwickeln können, dass sie Mitgestalter dieser ganzen Story sind, dann würdest du nie ein Problem haben, dass ein Mitarbeiter ganz oben in seinem Background-Fenster deinen Firmennamen drinstehen hat, unten seine Expertise kennzeichnet und dann Content für das Unternehmen postet oder im Namen des Unternehmens postet. Du hast ja vorhin geschmunzelt, als ich gesagt habe, John Stalecki, das Café am Rande der Welt. Der Mann hat für mich ja noch ein weiteres bahnbrechendes Buch geschrieben, das sind die Big Five for Life. Und auch wenn dieses Buch eine Fiktion beschreibt, wie ein ideales Unternehmen aussehen kann, heißt es doch nicht, dass man diesen Anspruch nicht haben kann und das Unternehmen praktisch zu einem zweiten Zuhause für Menschen macht, die sich mit diesem und in diesem Unternehmen persönlich, fachlich und in allen Kompetenzen weiterentwickeln können. Absolut. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du, ob es LinkedIn ist, ob es Facebook ist, ob es Empfehlungen sind, was auch immer,
deine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern deines Unternehmens machen. Aber für viele ist auch der Aufwand einfach zu groß und sie sagen, ach, was soll das? Das Produkt spricht für sich, aber denen fehlt die Fantasie dafür, was das eigentlich für ein Hebel ist. Ja. Ja. Ich glaube, bewusst ist das vielen. Vielen fehlt aber der Mut, weil natürlich eine große Angst von uns Menschen ist ja die Angst vor Ablehnung. Ja, also wie uncool wäre das denn, wenn ich jetzt einen Podcast mache oder mich als Personal Brand da draußen positioniere, wahrscheinlich noch nicht mehr der Allerbeste bin meiner Branche und dann abgelehnt werde, ja, oder irgendwelche Hater-Kommentare aushalten muss. Welches Mindset hat dazu geführt, dass du letztendlich gesagt hast, das ist aber der Weg, weil ich mache ja irgendwas falsch, wenn mich alle cool finden? Naja, ich sag's mal, das liegt natürlich einerseits ein Stück weit in meiner, sagen wir es mal, Persönlichkeit. Ja. Ich hatte zum Beispiel noch nie ein Problem damit, vor anderen Menschen zu sprechen. Ja. Das Einzige, was für mich entscheidend war, wenn ich vor anderen Menschen gesprochen habe, dass ich in dem Thema, für das ich stehe, auch sattelfest bin. Ja. Ja. Ich habe ja immer wieder kriege ich Vortragsanfragen, um in Unternehmen mal einen Vortrag zu bestimmten Themen zu halten. Oder auf Verbandstagungen mal einen Impulsvortrag zu setzen. Und ja klar, in meiner Bankzeit stand ich auch vor 1000 Mitarbeitern. Das Interessante war, die konnten nur nicht abhauen. Ja, die mussten mir zuhören. Ja. Insofern hatte ich aber nie eine Reflexion dafür, ist das, was ich dort von mir gebe, stößt das auch auf Resonanz. Ja, ja. Wenn du selbst mal auf eine Bühne gehst oder wenn du deinen Podcast aufsetzt, dann bekommst du ja erstmal einen Spiegel dafür, bist du auf dem richtigen Weg. Ich glaube allerdings, genau das, was du ansprichst, dieses Thema Ablehnung, das kommt ja irgendwo her, weil wir uns an sagen wir es mal, Messlatten orientieren, die andere Menschen für uns gesetzt haben. Ja? Denk mal an deinen Musikunterricht früher in der Schule. Da wurdest du dafür benotet, ob du ein Lied richtig singen kannst oder nicht. Wenn du eine 4 bekommen hast, ja, dann hast du doch mit Sicherheit ein ziemlich angespanntes Verhältnis zu deiner Stimme, weil du den Ton nicht gehalten hast oder was auch immer. Das ist jetzt mal ein sehr triviales Beispiel. Das war aber tatsächlich so. Aber das siehst du mal, ne? Was macht mein denn Podcast. Eigentlich, ne? Was macht denn eigentlich so diese Beziehung aus all diesen ganzen Glaubenssätzen und Impulsen, die wir in unserer Jugend aufsammeln? Mhm. Und ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal Sales gemacht hat und so ein Training absolviert hat, wo dann links von dir eine Kamera steht und dieses Verkaufsgespräch, das du da simulierst, aufnimmt, und der nachher seine Stimme gehört hat, der sagt dann, oh mein Gott, ja, so höre ich mich an. Ja. Und da gibt es jetzt vielleicht so den ein oder anderen Hinweis. Ich meine, du bist ja auch jemand, der Menschen zum Thema Podcasting weiterbringt. Unbedingt. Ich glaube, das allererste ist ja für jemanden, der sagt, ich habe verstanden, dass ich mich zeigen darf und dass ich mich zeigen muss, um meine Brand zu stärken, um meinem Unternehmen ein Gesicht zu geben oder eine Stimme zu geben. Der darf erst mal anfangen, sich selbst zu mögen. Ja, und dazu gehört auch die Stimme dazu. Und deswegen glaube ich, gerade am Anfang, das erinnert mich so an deine Frage, was würde ich neu machen oder anders machen, sich selbst mal zu reflektieren, zu überlegen, gibt es denn irgendwelche Glaubenssätze, die mich jetzt daran hindern, beispielsweise einen Podcast aufzusetzen, weil ich meine Stimme nicht mag, und diese Dinge erst mal aufzulösen, damit du nicht mit einem Druckempfinden in etwas hineingehst, von dem du glaubst, dass es erforderlich ist, aber es eigentlich nicht magst. Ja. Ja. Und wenn du da rangehst, oder wenn du so rangehst, dass du dich gut vorbereitest, dann werden dir nachher die Dinge viel, viel leichter von der Hand gehen. Ja. Ich finde das auch einen interessanten Filter. Ja. Ich meine, im wahren Leben, jetzt mal weg vom Business, im wahren Leben, ja, im privaten Leben ist es ja auch so, du würdest ja nie eine Barbecue-Party machen, irgendwelche Leute einladen, auf die du keinen Bock hast oder die dich nicht mögen. Ja, das merkt man absolut. Ja dann auch. So, eine Personal Brand ist doch ein klasse Filter. Wenn einer keinen Bock auf meine Stimme, meinen Content, meine Art und Weise hat, dann ist es doch toll, dass diese Person abschalten kann sich einen anderen Podcast suchen oder wie auch immer. Das heißt, alle, die mir zuhören, die letztendlich mit mir Kontakt aufnehmen, die vielleicht sogar mit mir arbeiten wollen, ja, das sind ja alles Leute, die in irgendeiner Form eine Sympathie empfinden. Und das ist ja ein wichtiger emotionaler Punkt, weil wir wissen ja aus dem Verkauf, 80% Bauchentscheidung, 20% Kopf. Das heißt, der Kunde kauft sowieso nur dann, wenn er Sympathie entwickelt. Ja. Und was ich so faszinierend finde an diesem Personal Branding Thema ist,
Und da hatten wir schon mal vor dieser Podcast-Aufzeichnung ein Gespräch über hochinnovative Technologien. Ich glaube, dass das der maßgebliche erfolgstreibende Faktor sein wird, gerade in einer digitalen Welt, wenn wir über digitale Identitäten sprechen, ja, dass eine gute Idee ist, sein Business in jedem Fall mit einer Personal Brand zu starten, um dann später natürlich auch mit einer Corporate Brand zu kombinieren, ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem wir Menschen, wir stehen ja für irgendwas. Ja, auch wenn du dir das manchmal gar nicht bewusst machst. Aber du bist mit Freunden abends beim Barbecue, nehmen wir mal dein Beispiel, und es kommt ein Thema auf, zu dem zwei Personen am Tisch eine unterschiedliche Meinung vertreten. Mhm. Du hörst doch nicht einfach auf, deine Meinung zu vertreten. Ja, du stehst ja dafür. Ja, es sei denn, die Argumente des Gegenüber sind so schlagkräftig, dass du tatsächlich ernsthaft bereit bist, deine Meinung zu revidieren. Aber prinzipiell stehst du für irgendetwas und das gibst du auch raus. Deswegen vielleicht auch nochmal ein Tipp so für die, die jetzt sagen, Mensch, was könnte ich denn da ändern? Oder wie könnte ich mich da vielleicht auch ein bisschen besser fühlen damit? Im Business-Kontext gibt es ja immer so dieses typische Thema, wer ist denn eigentlich mein idealer Kunde? Ja, so dieser, wer ist mein Avatar? Ja, genau. So. Und wenn ich weiß, ich möchte für eine bestimmte Zielgruppe da draußen, die von mir ganz klar umrissen und fest definiert ist, meinen Content liefern, dann ist in meiner geistigen Vorstellung, wenn ich eine Podcast-Folge einspreche oder wenn ich ein YouTube-Video aufnehme, dann sehe ich meinen Avatar vor mir. Mhm. Und mit diesem Menschen bin ich in einem, ich sag's mal, meistens ist es natürlich, wenn du selber sendest, eher ein Monolog, aber ich bin in einem gedanklichen Dialog. Ja, absolut. Und dann darf sich derjenige angesprochen fühlen. Und mich interessieren all die Menschen nicht, die sagen, ich kann mit diesem Content nichts anfangen. Ja, dann ist genau das, dann tritt genau das ein, was du gesagt hast. Dann kann ich rausgehen und sagen, okay, dann suche ich mir jemanden, der ja für mich besser matcht, der besser passt. Ja. Und ich glaube, wenn du das verstanden hast als Content-Geber, ja, dann hast du ein Riesenproblem vom Tisch, weil du nicht versuchst, everybody's darling zu sein, sondern nur mit deinem Zielkunden zu sprechen. Ja. Das ist übrigens auch ein guter Indikator, ne, um deinen Tipp aufzugreifen. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache keinen Podcast oder ich mache keine Videos oder ich schreibe keine Blogartikel oder so. Ich mache keinen Content, weil ich einfach nicht weiß, was ich da alles erzählen soll. Das ist für mich der beste Indikator dafür, dass dieser Avatar nicht präzise genug formuliert und ausgedacht ist. Ja, weil wenn ich diese Person vor mir sitzen habe, ja, und ich genau weiß, bei mir hat die sogar eine Brille auf, ja, und einen bestimmten Haarschnitt, dann und hat Kinder, ja, und so weiter, dann ist das klar, dass da einem nicht mehr wirklich viel einfällt. Ja, ich meine, jetzt habe ich über 1000 Podcast-Folgen hier produziert, ohne diesen Avatar, ja, ich nenne ihn Franz, hätte ich es nicht geschafft. Ja, also dann fällt dir einfach irgendwann nichts mehr ein. Also das muss man so nebenher. Wobei, aber, da darf ich dir mal ganz kurz ein bisschen widersprechen an der Stelle. Unbedingt, bitte, gerne. Unbedingt. Ja, oh, wow. Genau, lass mal kurz meinen Rebellen raus. Ja, mach mal. Als ich meinen Podcast damals aufgemacht habe, dann hatte ich ja wahnsinnig viele Fragen und die wollte ich beantworten. Und damals war mein Business Case ja überwiegend das Thema Finanzen und Investing. Und als ich mir dieses Thema angeschaut hatte und mir den Content überlegt habe, habe ich so gedacht, okay, also so nach 100 Folgen bist du durch. Ja? Ja. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und für alles andere nachher würde ich mich dann lieber bezahlen lassen. Ja? Und während ich diesen Podcast entwickelt habe, war ich natürlich mit meinem Avatar im Gespräch. Ja, ob das jetzt eine Rezension war, die ich auf eine Podcast-Folge bekommen habe oder ob ich die E-Mail bekommen habe. Absolut. Und es hat mir überhaupt erstmal den Blick dafür gegeben, mit welchen anderen Fragestellungen beschäftigen sich diese Menschen. Und mittlerweile haben wir mit meinem Podcast ja auch über 800 Folgen produziert. Und da ist so viel drumherum, ja. Also nehmen wir mal das Beispiel, du willst Investing machen, ja, und bist heute angestellt und hast ein überschaubares Einkommen, dann kannst du gar nicht anders als dich, wenn du bestimmte finanzielle Ziele erreichen willst, mit der Frage auseinandersetzen, okay, was müsste ich denn auf der Einkommensseite tun? Wie könnte ich mein eigenes Einkommen erhöhen? Und dadurch tut sich ein Themenbereich auf,
der über Nebenjobs, der über die Gründung eines eigenen Business bis hin zu verschiedenen anderen Themenfeldern führt, wo Impulse gesetzt werden können, über die man dann nachdenken kann. Ja? Oder das Thema finanzielle Bildung, Mindset. Ja? Gehe ich zu einem Banker und setze mich hin, habe keine Ahnung, wovon wir sprechen und unterschreibe nachher eine Wertpapierorder oder bereite ich mich vor, ja, und weiß ganz genau, welche Fragen ich beantwortet haben will, damit ich nachher mit einer Empfehlung, die ich bekomme, auch sauber umgehen kann. Und deswegen hat sich dieses Universum an Content, während ich diesen Podcast draußen hatte, entlang der Bedürfnisse meines Avatars um ein Vielfaches themenseitig erweitert, ja. Und auch das, da darf, wenn du jemals einen Podcast aufsetzen willst, dann darfst du dich darauf freuen. Das ist eine Reise, ja. Und die macht eben so unglaublich viel Spaß. Die führt nicht, die soll ja nicht an einem bestimmten Punkt enden, ja. Sondern es ist halt etwas, wo du sagst, wie du ja auch, ne? Du sagst, ich mach Content und ich hole mir spannende Menschen in den Podcast. Ja, ja. Und so profitiert deine Community über alle Impulse, die du aufsaugst. Und selbst wenn du irgendwo sagst, ich stand jetzt in einem Supermarkt oder ich stand jetzt in irgendeinem Café und ich habe eine wahnsinnig coole Service-Erfahrung gemacht und ich hätte die Kellnerin am liebsten geheiratet. In Deutschland? Weiß ich, ja. Sehr schön. Hoi, sehr schöner Sidekick. Ja. Also vielleicht nicht in Deutschland, aber egal. Damit kann man glänzen. Ja. Also Sven, ich glaube, allein wenn du kein Alleinstellungsmerkmal findest, du hast dir wirklich Mühe gegeben, hast ganz viele Mentoren, du warst auf der Unternehmeroffensive und so weiter. Verbessere einfach nur deinen Service. Das werden die Leute sehr wertschätzen. Das ist in Deutschland sehr einfach. Also, ja. Aber das Beispiel, was ich bringen will, ist, jetzt nimmst du das wahr und es ist für dich ein Erlebnis. Du hast einen Wow-Effekt. Ja. Ja. Und jetzt denkst du dir, und darüber möchte ich gerne mit meiner Community sprechen. Mhm. Ja? Das muss ja nicht immer einen Content-Plan dafür geben, sondern auch das wahre Leben gibt uns jeden Tag Impulse und Möglichkeiten, die wir mit unserer Community teilen können und da einfach mal in eine Richtung zeigen, die uns Menschen Klarheit gibt. Ich habe mal ein tolles Buch gelesen, viele, viele Jahre her, da war ich ganz, ganz jung. Das heißt, Sorge dich nicht, lebe, von Dale Carnegie. Dale Carnegie, ja, genau. Und als ich das Buch gelesen hatte, habe ich die ganze Zeit, während ich es gelesen habe, nur genickt. Ja, ich habe nur genickt. Ja, nicht, weil ich ein Problem hatte, sondern weil ich festgestellt habe, dass der Dale Carnegie mir eigentlich nichts Neues erzählt in diesem Buch. Aber dass es ganz viele Dinge gibt, die ich nicht regelmäßig in meinem Bewusstsein und damit in meiner Wahrnehmung habe. Mhm. Und ich eigentlich festgefahren bin, so in verschiedenen, ich sag's mal, Glaubensmustern oder in meiner täglichen Tagesorganisation oder was auch immer. Und der Mann hat mir einfach mal wieder nur ins Gedächtnis gerufen, was ich sowieso schon alles weiß, und mir damit die Gelegenheit gegeben, Dinge nochmal anders zu betrachten oder wieder mehr in meinen Fokus zu rücken. Und genau das ist es am Ende des Tages auch, wenn du Podcasts machst. Das Wissen dieser Welt ist alles schon da. Ja, es wird nur immer wieder von Menschen neu interpretiert und neu weitergegeben. Das ist zumindest so meine Erkenntnis. Ja, das ist auch schön. Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist vielleicht weniger Konsum. Ja, ist vielleicht jetzt gerade in der weltpolitischen Situation sowieso ganz gut angebracht. Also weniger auch Wissenskonsum, aber gezielt und vor allem in die Umsetzung zu gehen. Ja, deswegen hier nochmal der Aufruf an alle, die hier zuhören und aufmerksam lauschen. Unternehmeroffensive, nochmal als klare Empfehlung, weil da geht es genau darum, das Ganze umzusetzen. Lieber Sven, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und du musst dich ja auch in dein nächstes Meeting. Ich habe noch 3 Fragen, ganz schnell. Kurze Antworten und dann würde ich vorschlagen, müssen wir unbedingt nochmal eine Fortsetzung machen, weil ich habe meinen ganzen Fragenkatalog noch lange nicht abgearbeitet. Sehr gerne. Meine erste Frage an dich. Welches unterschätzte Werkzeug ist für Unternehmer unverzichtbar? Was fällt dir da ein? Das tiefe Verständnis von Steuern. Mhm. Cool, das lassen wir genauso stehen. Dazu machen wir dann nochmal einen Deep Dive. Dann die nächste Frage. Welche
drei Interviewpartner kannst du uns empfehlen? Wen müssen wir hier unbedingt einladen? Wer sind für dich so richtige Rebellen oder Rebellinnen, die hier in den Podcast gehören? Also Jens Wilke, einer meiner Mentees, der das Thema Gesundheit völlig neu gedacht hat. Apotheker, ja, der praktisch mit mir gemeinsam dann eine Anti-Apotheke entwickelt hat. Oh, das ist spannend. Ein tolles rebellisches Thema. Geil, Anti-Apotheke. dann beispielsweise den Jan Randy. Jan Randy hat das Thema Recruiting und Employer Branding auf ein Niveau gehoben, wo ich glaube, das ist für viele Menschen sehr spannend, dass sich der Arbeitgeber heute wesentlich stärker präsentieren darf und einen Dialog führt, anstatt sich sozusagen im Oldschool mit einer Bewerbermappe hinzusetzen und die Erwartung zu haben, dass immer noch eine Menge Menschen 50 Jahre in demselben Unternehmen arbeiten wollen. Der ist ein sehr spannender Typ. Cool. Ja, und ansonsten dritte Persönlichkeit, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ersten beiden waren schon super, vor allen Dingen Anti-Apotheke finde ich sehr interessant. Ja, ja, heißt allerdings nicht so, auch ja, wenn es natürlich von der Polarisierung her wahrscheinlich super gepasst hätte. Ja. Aber es hätte wahrscheinlich nicht die richtigen Kunden angezogen. Der dritte, das ist schwierig, so, also, weil natürlich du so ansprichst, dieses Thema Rebellentum, ja. Was da drin ist. Und den, den ich jetzt hätte, den hast du schon gehabt, den Florian Fischer. Ja, der war gut. Der auf eine wunderbare Art und Weise das mit dem Thema Steuern in Deutschland, Steuerberatungsanspruch in Deutschland eine völlig neue Richtung gegeben hat. Mhm. Ja, aber vielleicht auch. Vielleicht auch den Ulrich Oldehaver. Mhm. Ja, Ulrich Oldehaver ist ehemaliger Vorstand von Münchmeier Petersen, MPC, ja, ein großes Unternehmen in Hamburg, die praktisch ja große Finanzprodukte gebaut haben und der sich nachher darauf besonnen hat, dass es ihm viel wichtiger ist, Menschen die Kunst des NLP beizubringen. Cool. Und der da einen sehr hohen Wertekodex hat, was die Verwendung dieses Tools betrifft. Denn NLP ist tatsächlich etwas, was unsere kommunikativen Skills um ein Vielfaches erweitern kann, es allerdings trotzdem auch natürlich zu Missnutzung dieser Tools kommt. Und er hat ein hohes Werteverständnis, wäre auch ein Mensch, wo ich glaube, der könnte wahnsinnig viel dazu beitragen, so ein bisschen das Rebellentum zu fördern. Ja, super. Mit deiner Hilfe kriegen wir die hier auch in den Podcast. Natürlich. Lieber Sven, ich danke dir von Herzen für deinen ganzen Input. Freue mich, dass wir in Kontakt sind und dass wir hier irgendwann noch eine Fortsetzung machen werden und würde dir gerne die letzte Frage und damit das Schlusswort überlassen für diesen Podcast. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Ich würde das Thema Schule und Bildung revolutionieren im Sinne von, worauf bereiten wir die Kinder für den Rest ihres Lebens vor? Und denen alle Optionen zu zeigen, die diese Welt zu bieten hat und nicht das klassische Bismarck'sche Schulsystem weiterführen.